The box is empty. Or should I say, incomplete. Where is the rest of it? We know who you are. We know who you were. You've come far for someone who was merely once a concubine. I will ask you again, assassin. What is this box? Where did it come from, and what is its purpose? Why continue to resist us? Look around you. No one is coming. We wiped out your order. There is no escape from here. Why would I want to escape? I am exactly where I want to be. Such arrogance! Ma Yongcheng will make you talk. Let him try. No wonder your kind fell so far. My kind isn't done yet. Die Flucht. 1526, Maijshan-Grotten. Nachdem sie sich hat gefangen nehmen lassen, um näher an Gaofeng, einen von Zhang Yongs Tigern, heranzukommen, muss Shao Yun nun aus ihrem Käfig entkommen und ihre Ausrüstung finden. Sobald sie wieder im Besitz ihrer Waffen und Geräte ist, beginnt die Jagd auf Gaofeng. Und damit hallo, liebe Freunde, und ganz herzlich willkommen hier zu Assassin's Creed Chronicles China. Mein Name ist Charlie und ich freue mich, dass ihr heute eingeschaltet habt zu einem ganz neuen Projekt auf meinem Kanal. Ich kann vielleicht dazu sagen, wer mich kennt, weiß, dass ich ein großer Assassin's Creed-Fan bin und dass ich auch asiatische Szenarien in Videospielen sehr gerne mag. Also alles, was in Japan oder China spielt, bin ich ein großer Fan von. Wird man sich vielleicht auch schon denken können, denn ich spiele ja auch gerade Mini-Ninjas, was ja auch in einem japanischen Setting spielt. Assassin's Creed Chronicles wird das zweite große Hauptprojekt auf meinem Kanal und der Plan ist einfach, dass ich gerne auch ein aktuelles Game auf meinem Kanal haben möchte. Assassin's Creed Chronicles ist jetzt erst wenige Tage alt, ist glaube ich am, wir haben heute Sonntag, wenn ich diese Folge aufnehme, ist glaube ich am Donnerstag oder Freitag diese Woche erschienen. Also brandaktuell und ich hoffe, ihr bekommt es auch noch in wenigen Tagen schon zu sehen, hier die erste Folge. Was wollte ich sagen? Ja, ich möchte einfach gerne noch ein aktuelles Game auf meinem Kanal haben und da ist das hier eine ganz gute Alternative. Es ist auch eine Art 2D-Jump'n'Run mit natürlich Klettern und Kämpfen, typisch für Assassin's Creed. Lass uns in der Hinsicht mal überraschen, aber nachdem mir Deadlight so gut gefallen hat, habe ich gedacht, warum nicht wieder ein 2D-Spiel? Halte RT zum Sprinten gedrückt. Sehr gut. Das können wir schon mal. Ja, das Ganze wird neben Mini-Ninjas, wie gesagt, das zweite große Projekt auf meinem Kanal und wahrscheinlich werden die Folgen dann abwechselnd kommen, weil ich sonst einfach mit meinen Uploads nicht hinterherkomme. Das heißt, den einen Tag erscheint Mini-Ninjas, den anderen Tag erscheint Assassin's Creed Chronicles und dann immer im direkten Wechsel. Aber jetzt habe ich lang genug gequatscht. Ich wünsche euch viel Spaß. Und wir schauen mal, dass wir hier den Assassinen befreien. Drücke A, um eine Mauer zu erklimmen. Okay. Das funktioniert schon mal gut. Wir spielen übrigens auf dem PC. Wieder mit einem Xbox Gamepad. Halte LT gedrückt, um in die Hocke zu gehen. Aber das habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht anhand des HUDs hier auf meinem Bildschirm. Wachen verfügen über eine Wachsamkeitsanzeige. Wenn du sie betrittst, verfärbt sich die Anzeige gelb. Beim Betreten des roten Bereichs werden die Wachen alarmiert und schlagen dir den Kopf ab. Ja, wir sehen schon, die Wachen hier im Gefängnis machen einen kurzen Prozess mit jemandem, der versucht zu fliehen. Und ich habe mir sagen lassen, dass der Fokus hier in Assassin's Creed Chronicles eher wieder auf dem Schleichen liegt und nicht auf den Kämpfen. Wir können zwar kämpfen, wenn wir wieder Waffen haben, aber besonders wehrhaft sind wir nicht. Und generell geht es eher darum, die Gegner zu überlisten und ihnen aus dem Weg zu gehen. Halte den Stick nach oben, um Winden zu drehen. Okay. Das kriege ich noch gerade so hin. Wir spielen Shao Yun. Einen weiblichen Assassinen, also eine Assassinin.
China 1526, wie wir eben gelesen haben. Und wir können jetzt hier die Ebene wechseln, das finde ich sehr cool. Okay, Hunde. Das ist neu für ein Assassin's Creed, das kennen wir noch nicht, glaube ich. Wachen nutzen Hunde, um sofort Alarm auszulösen, wenn sie einen Eidringling entdecken. Wenn du den Wachsamkeitsbereich eines Hundes betrittst, wird dieser bellen und alle Wachen in der Nähe alarmieren. Du musst den Wachsamkeitsbereich von Hunden ausweichen, wenn du keinen Alarm auslösen möchtest. Okay, das klingt logisch. Wow. Allerdings hat der Hund uns jetzt schon bemerkt. Und wir sollten zusehen, dass die Wache uns nicht entdeckt. Okay, halte A für einen weiten Sprung. Okay. Auch das haben wir gemeistert. Springen können wir schon mal. Den Assassineninformanten Hong Liwei retten. Und Sheng Biao finden. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, was davon Haupt- und was davon Nebenmission ist. Hier müssen wir uns wieder ducken, sonst kommen wir nicht durch. Können wir... Ihr kennt mich ja, jetzt fängt es schon wieder an. Kann ich hier... Nee, nicht drüber springen. Okay, sie greift automatisch. Ich hatte die Vermutung, dass man hier irgendwie nach oben gelangt, aber sie kann hier auch gar nicht genug Anlauf nehmen, um an eine Leiter zu springen. Ich befürchte, wir kommen dort oben nicht auf diese Felsen drauf. Okay, ducken wir uns mal. Und lassen uns hier fallen. Das ist wirklich kein schöner Ort, an dem man im Gefängnis sitzen möchte. Und jetzt kommen wir nach oben, okay. Ach Mensch, ich habe nichts gesagt. Alles gut. Huch. Wir können sogar von den Wänden wieder abstoßen. Das ist sehr gut. Genau, und hier müssen wir, denke ich, wieder mit einem weiten Sprung an die Wand springen. Ist ungewohnt. Ein Assassin's Creed mit so einer comicartigen Grafik und mit so 2D-Umgebungen hoch, beziehungsweise eine Mischung aus 2D und 3D, wie wir ja schon festgestellt haben. Aber es sieht schick aus und ich glaube, es macht eine Menge Spaß. Ich bin mal gespannt. So, und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können rechts gehen, wir können links gehen und ich schaue erstmal hier links oben, ob wir hier nicht noch was finden. Kerzen stehen hier. Und was ist das? Das war sehr spektakulär. Ich weiß nicht genau, was es war, aber wir haben es mal eingesammelt. Vielleicht sind das hier so Sammelgegenstände wie so Banner in anderen Assassin's Creed-Teilen. Wäre ja möglich, dass wir dafür dann irgendwelche Boni freischalten können. Rohling. Ach, Rohling ist eine Gegnerart. Okay, Gesundheit Mittel, Schaden Mittel, Angriffsgeschwindigkeit langsam, Entdeckung langsam. Und... aber die Fähigkeit, Gegenangriffe zu starten. Das ist der einfachste Gegner, mit dem du es zu tun bekommen wirst. Rohlinge sind langsam und schwach, sind sie jedoch in größerer Zahl vertreten, können sie Probleme machen. Solltest du dich in Reichweite befinden, verschießen sie Projektile, die geringen Schaden verursachen. Okay, die haben also Schusswaffen. Sollten wir uns von denen eigentlich fernhalten, nicht wahr? Ich glaube, wir können ihn einfach umgehen. Haha, können Sie hinten vor ihm verstecken. Das ist gut. Und ich schätze mal, dann einfach an ihm vorbeischleichen. Schatten, Gold. Okay, wir haben gerade eine Goldwertung scheinbar bekommen, dafür, dass wir nicht entdeckt worden sind. Die Art und Weise, wie du einen Levelabschnitt meisterst, wird bewertet und in Abhängigkeit von deinem Spielstil belohnt. Wenn du nicht von Wachen entdeckt wirst, erhältst du mehr Punkte, als wenn du dir einen Weg freikämpfst. Wow! Töte niemanden und lass dich nicht sehen, um die Stilbewertung... Okay, wir werden also immer bewertet dafür, wie wir das spielen. Und ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass die Wache hier reinkommt und uns entdeckt. Alles gut gegangen. Okay, Shaoyun. Dann öffnen wir mal dieses Tor und ziehen weiter. Und wir brauchen immer noch unsere Ausrüstung.
Bleibe nicht zu lange in der unmittelbaren Nähe von Wachen. Sie werden dich... Wow. Über den Kopf von Gegnern erscheint ein Auge, wenn sie im Begriff sind, sich umzusehen. Ah, okay. Können sie sich in der Dunkelheit an ihnen vorbeischleichen? Und müssen dann den richtigen Moment abpassen, um an ihnen vorbeizuschleichen. Schatten, wieder Gold. Momentan schlagen wir uns gut. Hoffen wir, dass es so bleibt. Das ist aber echt ein verwinkeltes Gefängnis. Hier möchte man nicht festsitzen. Jede Wache verfügt über eine Wachsamkeitsanzeige. Halte dich von ihnen fern, um sie nicht zu alarmieren. Ich gebe mein Bestes. Okay, Mauer erklimmen. Pfeife, um ihn abzulenken und nicht gesehen zu werden. LB. Um das Pfeifgebiet anzuzeigen. Passen wir da die Intensität des Pfeifens andrücke. Okay, das klingt kompliziert. Moment. Hat LB gedrückt? Ja. Ah, und drücke. Ah, okay, jetzt verstehe ich es. Gedrückt halten und pfeifen. Perfekt. Wir können also auch hier Gegner wieder ablenken. Ach, wie schön hier mit dem Wasserfall. Ich habe vorhin noch gesagt, das Gefängnis ist total ungemütlich, aber hier ist es ja... Nee, vergiss das. Ich möchte trotzdem nicht hier ein Gefangener sein. X oder Y? Was hat die Shaoyun denn für Stiefel an? Drücke B, um eine Leiche aufzunehmen. Okay. Wir können ihn also außer Sichtweite tragen. Und sie hier in einem Versteck unterbringen. Und niemand hat gesehen, dass wir hier waren. Okay. Jetzt kriegen wir keine Tipps mehr. Das heißt, wir müssten auch diese Wache dort oben wieder ablenken. Oh, wir können sogar rutschen unter Wänden durch. Das ist sehr cool. Und wir haben das Sheng Biao erhalten. Es ist ein 5 Meter langes Seil mit einem Wurfpfeil an einem Ende. Dieses vielseitige Werkzeug wird hauptsächlich als Waffe verwendet, da es in engen Räumen sehr schnell und auch aus der Distanz eingesetzt werden kann. Shaoyun kann das Sheng Biao an weit entfernte Orte werfen und am Seil hochklettern, um sich so einen Vorteil zu verschaffen oder schwierige Situationen zu umgehen. Das Werkzeug wurde von Shaoyun selber angefertigt. Moment. Dieses Werkzeug wurde von Shaoyun selbst angefertigt, wurde noch von Generationen von Assassinen nach ihr benutzt. Okay. Das erste unserer Ausrüstungsgegenstände oder unserer Waffen haben wir also wieder erlangt. Haha, sehr gut. Wir können also Attentate immer mit X oder Y ausführen, das war jetzt wieder mit X. Y werde ich also definitiv auch mal ausprobieren. Attentatsziele zählen bei Stilnoten nicht als Kill. Das heißt, wir haben immer noch nicht unnötig getötet an dieser Stelle. Schlagen uns soweit ganz gut. Und können uns hier wieder verstecken. Wenn du ein Attentat aus einem Hintergrundversteck ausführst, wird die Leiche automatisch versteckt. Sehr gut. Also bisher gefallen mir die neuen Gameplay-Mechaniken hier im 2D Assassin's Creed sehr gut. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und hier ist wieder der Wasserfall. Und wir gelangen weiter nach oben. Und wir sind noch immer ein goldener Schatten. Drücke R, um das Adlerauge zu aktivieren. Das ist also auch hier wieder vertreten. Sehr schön. Und das Verhalten von Wachen anzuzeigen.
Mit dem Adlerauge siehst du den Patrouillenweg einer Wache in Orange. Okay. Wir können uns übrigens nicht bewegen, während wir das Adlerauge aktiviert haben. Das ist ja sonst schon möglich. Die Wache war kurz davor, uns zu bemerken, wenn ich das richtig gesehen habe. So, und die beiden... Ach, Moment, wir könnten sie jetzt hier aus einem Versteck heraus... Und da wären wir fast entdeckt worden. Okay, also bei zwei Gegnern... Bei zwei Gegnern ist das Ganze also nicht empfehlenswert. Und wir haben diesmal nur Silber bekommen, weil wir einmal entdeckt worden sind. Aber wir sind schnell geflohen und konnten entkommen. Benutze Knallkörper, um Wachen zu betäuben. Wähle den Knallkörper mit Pfeil nach unten auf dem Analogkreuz, halte LB gedrückt und ziele mit R und drücke... Blablabla, oh Gott, Himmel. Knallkörper, okay. Halte LB gedrückt. Ziele mit R. Und drücke RB. Perfekt. Doch, das gefällt mir gut soweit. Diesmal war es wieder eine Goldwertung. So, klettern geht nicht ganz so schnell wie laufen. Wenn Wachen sich unterhalten, sehen sie nicht, was hinter ihnen passiert. Okay. Das heißt, die beiden sind abgelenkt und wir können einfach weiterklettern, ungesehen. Das finde ich gut. Und hier oben gibt es wieder ein Sammelobjekt. Und hier an dieser Stelle, wo wir gerade diese schöne Aussicht genießen können, will ich die erste Folge für heute beenden. Wir sind sowieso wieder ein bisschen über der Zeit. Auch hier bei Assassin's Creed Chronicles werden die Folgen wieder um die 15 Minuten. In den meisten Fällen ein paar Minuten länger. Aber ich versuche sie unter 20 Minuten zu halten. Ja, und wie gesagt, bisher macht es mir eine Menge Spaß. Ich hoffe, euch gefällt Assassin's Creed Chronicles genauso gut wie mir. Dieser Ausflug hier ins alte China mit der Assassinin Shao Yun. Und ja, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao, ciao.